Hallo, ich bin Viktor Worms und ich moderiere bei der Oldie Antenne die Zeit zwischen 15 und 19 Uhr. Und mein Lieblings-Oldie, ganz schwierig, da müsste ich jetzt eigentlich ganz, ganz viele nennen. Also wenn ich an Longplayer denke, dann ist es zum Beispiel Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Also da sind Nummern drauf, wo ich sage, ja, das ist meine Kindheit. Und dann habe ich eine heimliche Liebe, die ich nie öffentlich zugeben darf. Weil wenn ich zu Hause frage, darf ich irgendwas auflegen, dann schreien meine Kinder im Chor, aber kein Country. Ich mag Dolly Parton, ich mag Johnny Cash, ich mag Kenny Chesney. Aber da muss ich mich alleine zurückziehen. Wenn ich einen Song nennen muss, mit dem ich unglaublich viel verbinde, dann ist es Father and Son. Und der hat irgendwas in mir ausgelöst und so diese Geschichte, wo der Vater seinem Sohn das Leben erklärt, das bewegt was in mir. Also das ist einer von ganz, ganz vielen Songs. Also Oldies, bei denen ich mitsinge. Also zum Beispiel, nimm mal Movie Star von Happo. Ich singe automatisch mit. Das ist so, den fand ich auch damals nicht schlecht. Das konnte man als 17-Jähriger oder 18-Jähriger nicht zugeben, dass man den toll fand. Wir waren ja alle die harten Jungs. Aber das sind so Songs, Movie Star Harpo, dann Father and Son von Cat Stevens. Ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein Balladenheini. Und ganz viele Songs von den Eagles. Ich habe zu einem Oldie und witzigerweise zu einem deutschen Oldie habe ich eine Lieblingsgeschichte. Ich habe, als ich noch die Hitparade im ZDF moderiert habe, das war ja damals durch meinen Vorgänger eine sehr schlagergeprägte Sendung und ich habe immer nicht eingesehen, warum da nicht auch deutschsprachige Rocker hingegangen sind, also die Grönemeyers dieser Welt. Ich habe immer gesagt, Leute, geht doch in die Sendung. Ihr müsst ja Roland Kaiser oder Wenke Möhre nicht mögen, aber das ist doch, ihr seid doch auch Teil dieser deutschen Musikszene. Und der Erste, der das gemacht hat und dann wirklich das Eis gebrochen hat, war Wolfgang Niedecken von BAP. Und seitdem mag ich BAP und da gibt es einen Song, das ist auch einer, den ich von vorne bis hinten mitsingen kann, das ist Madetude. Also wenn mein Leben ein Songtitel wäre, dann stünde, glaube ich, über meinem Leben Radio Gaga. Das ist meine Hymne, Freddie Mercury und Queen. Ich bin Radio Gaga. Ja. Oldie Antenne. Jetzt neu auf DAB Plus, im Web und mit der App. Oldie Antenne. Natürlich bin ich ein Oldie. Also, entschuldige mal, spätestens wenn du von deinen heranwachsenden Kindern, die mittlerweile erwachsen sind, hörst, ja Papa, das verstehst du nicht. Dann weißt du, dass du ein Oldie bist.